Kommen wir zum nächsten Referenten, kommen wir zu Herrn Professor Haug. Professor Haug hat an der Uni Tübingen Rechtswissenschaften studiert. Ich kenne ihn aus dem Wissenschaftsministerium, er war viele Jahre Leiter der Zentralstelle. Was nicht, 10 Jahre mindestens? Ja. Solange ich Landesvorsitzende war an Hochschule Baden-Württemberg. Eine gewisse Parallele. Ich habe bei ihm, ich glaube, im vorletzten Jahr eine Vorlesung gehört zum Thema Internetrecht. Und er ist auch von der Uni Stuttgart und einer der ganz wenigen Juristen an dieser Hochschule. War eine super Vorlesung, ich habe es genossen. Ich habe ihn gefragt, heute ist er hier, wird zum Thema Datensicherheit und Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet referieren. Ich freue mich drauf. Herr Haug, bitteschön. Ja, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Grüß Gott an alle und Ihnen, lieber Herr Schopp, vielen Dank für die Einladung. Wobei ich gleich einleitend, aber das hat die bisherige Diskussion ja auch schon bewiesen, eher zurückhaltend auf die Einladung reagiert habe, weil der Titel heute ja eigentlich ist Chancen fürs Internet. Und ich habe dann ganz spontan gesagt, Herr Schopp, mir fällt viel zu Internet ein, aber mit Chancen hat es nicht so viel zu tun, weil der Jurist natürlich zunächst mal die ganzen Probleme sieht, die das Internet in rechtlicher Hinsicht aufwirft. Und in rechtlicher Hinsicht ist es natürlich ein riesiger Problembauchladen. Was nicht heißt, dass es keine Chancen gibt, aber wenn man einen juristischen Fachvortrag halten soll zum Thema Internet in einem Seminar mit Chancen, wird es eng, aber er hat gemeint, macht gar nichts, ich darf auch ein Problemthema bringen. Ja, eigentlich ist von der eigentlichen Substanz her vieles von dem, was ich jetzt für Sie vorbereitet habe, beziehungsweise was ich aus dieser Vorlesung, die Herr Schopf erwähnt hat, für Sie zusammengestellt habe, ja auch schon jetzt angesprochen worden. Datensicherheit war ja jetzt schon ein ganz zentrales Thema. Von daher begreifen Sie vielleicht jetzt mein Referat als kleine Ergänzung aus juristischer Sicht zu vielem, was wir jetzt schon gehört haben. Ich schicke voraus, und das ist das erste ganz große Problem von Recht, aber das klang auch schon an, Recht ist in fast allen Fällen auf einen nationalen Referenzrahmen beschränkt. Das heißt, ich kann Ihnen keine schönen Paragraphen bieten, mit denen man aus Deutschland irgendwelche Ansprüche gegen die NSA womöglich geltend machen könnte, das wäre ja schön. Das heißt, alles, was ich Ihnen sage, ist zunächst einmal das, wie sich die deutsche Rechtsordnung das gerne vorstellt. Ja, und dass die Wirklichkeit davon des Öfteren abweicht, das ist ein Phänomen, das mit dem Recht immer einhergeht. In der Hoffnung, dass nicht zu viele Juristen unter Ihnen sind, die ich jetzt tödlich langweile, habe ich mir das so überlegt, dass ich jetzt erstmal so ein paar ganz grundlegende Dinge mache. Und das Allergrundlegendste ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, mit dem ich anfangen möchte. Man spricht ja immer von den Persönlichkeitsrechten. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein Rechtskonstrukt, das das Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahren erfunden hat. Steht im Grundgesetz nirgends, da können Sie lange danach suchen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich gesagt, da haben wir zum einen die Menschenwürde im Artikel 1, wir haben zum anderen die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Artikel 2 Absatz 1. Die schmeißen wir in einen Topf, rühren ein bisschen rum, kochen es kurz auf und heraus kommt das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und dieser Kunstgriff des Bundesverfassungsgerichts dient ihm bis heute dazu, neue Grundrechte zu erfinden. Indem es nämlich sagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat diese und jene und solche Dimensionen. Ich habe Ihnen, ich weiß nicht, ob es vollständig ist, mal einige dieser Dimensionen, die das Bundesverfassungsgericht im Laufe der Jahre judiziert hat, hier aufgelistet. Das Recht auf Identität, das Recht am eigenen Bild, das ist einfach gesetzlich ja schon Ausprägungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, die für unser Thema besonders relevant sind, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die anlässlich des bereits erwähnten Volkszählungsgesetzes erfunden wurde, und das Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist ganz, also für Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechungsverhältnisse ganz frisch, erst wenige Jahre alt. Und deswegen fange ich auch mit diesem Grundrecht an, weil dieses Grundrecht natürlich auch den stärksten IT-Bezug überhaupt hat. Die Reihenfolge stimmt nicht, das wollte ich haben. Die von Ihnen ja auch schon angesprochene Quellentelekommunikationsüberwachung. Nein,
irgendwie, Entschuldigung, ich bin mit der Reihenfolge etwas. Ach so, ja, man müsste ein Blatt auch umdrehen, wenn man es auf die Rückseite schreibt. Das Problem waren die heimlichen Online-Durchsuchungen. Das heißt, die Polizei hat sich natürlich gesagt, also wenn ich über meinen Computer, über die Leitung irgendwie raus kann, dann kann man ja zumindest solange die Leitung offen ist, ich drücke das jetzt sehr untechnisch aus, weil als Jurist verstehe ich von den Dingen dann auch nur begrenzt etwas. Jedenfalls, wenn sie offen ist, dann kann man ja auch rein und kann diesen Computer des Betreffenden mal in Ruhe durchsuchen. Das hat das Bundesverfassungsgericht als einen solchen Angriff auf das Grundrecht der Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme eingeordnet, um daraus abzuleiten, dass man das nicht einfach so machen kann und dass man das auch nicht, wie man das bis dahin versucht hat, nach den Anforderungen nur des Paragraphen 102 der Strafprozessordnung machen kann, sondern hat die Hürden deutlich höher gesetzt, indem es gesagt hat, es muss eine konkrete Gefahr vorliegen, nicht nur irgendwie so ein abstraktes Verdachtsmoment. Diese Gefahr muss bestehen für ein überragend wichtiges Rechtsgut, ist natürlich jetzt nicht so richtig konkret greifbar als Begriff, aber jedenfalls nicht für irgendwelche banalen Dinge. Und es muss einem Richtervorbehalt unterliegen und der Kernbereich privater Lebensgestaltung muss gewahrt bleiben. Weil natürlich mit den Daten, die wir auf unseren PCs, auf unseren Handys haben, man die Persönlichkeit komplett ausbuchstabieren kann. Dieses Grundrecht war bis jetzt das einzige wirklich ganz direkte Reaktionsmuster, das das Bundesverfassungsgericht auf die Herausforderungen im Internet gefunden hat. Es ist dann auch relevant geworden bei der Quellentelekommunikationsüberwachung, die schon angesprochen wurde, wo das Problem eben ist, nach § 100 klein a der Strafprozessordnung kann man ja mit richterlicher Anordnung Bösewichte oder die man dafür hält, von denen man glaubt, dass sie es sein könnten, den Telefonanschluss abhören, was schwieriger wird, wenn die Leute jetzt gar nicht mehr klassisch das Netz der Telekom oder das klassische Telefonnetz nutzen, sondern das übers Internet machen, womöglich per Skype. Und deswegen Quellenüberwachung, hat man eben sich überlegt, man muss mit der geeigneten Software ran an die Computer derer, die man abhört, damit man dieses Gespräch auch mitbekommen kann. Und das ist soweit zunächst mal auch durch den 100a Strafprozessordnung noch gedeckt, weil wie und mit welchen technischen Mitteln der Staat sich den Zugang zu einer abzuhörenden Telefonleitung verschafft, ist nicht näher geregelt. Das Problem ist nur, und da setzt eben auch die Kritik des CCC an, der schon angesprochen wurde, dass diese Software, die dann da eingespielt wird, eben viel mehr kann als nur das, was sie können darf. Und deswegen ist das Thema der Quellentelekommunikationsüberwachung auch noch bis heute ein Problem. Grundsätze der informationellen Selbstbestimmung, die sind schön. Das dürfte vor allem in diesem Kreis eigentlich nur große Zustimmung finden. Wir wollen bei Normklarheit genau wissen, was ist der Zweck der erlaubten Verwendung meiner Daten. Wir möchten mit Erforderlichkeit, dass der geringstmögliche Eingriff gewählt wird. Mit Zweckbindung wollen wir, dass nur der Zweck, der mal relevant war für die Datenerhebung, auch beibehalten wird und nicht einfach dann weiterentwickelt wird. Unter Angemessenheit wollen wir, dass die Auswirkungen auf die informationelle Selbstbestimmung nicht schwerwiegender sind als eigentlich überhaupt der Erhebungszweck, dass es noch in der Balance bleibt. Unter informationeller Gewaltenteilung wollen wir, dass die linke Hand gerade nicht weiß, was die rechte tut, dass es eben nicht diesen Big Brother-Staat gibt, sondern dass auch Kenntnisse über Daten von Bürgern separiert bleiben. Und unter Transparenz, dass der Betroffene idealerweise möglichst immer weiß, wer welche Daten von ihm wofür hat. Das Muttergesetz des Datenschutzes ist das Bundesdatenschutzgesetz. Das Bundesdatenschutzgesetz gilt in seinem Anwendungsbereich für jede Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten, die in Dateien gespeichert sind. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder auch nur bestimmbaren natürlichen Person. Das heißt, sobald Daten wirklich solide anonymisiert oder pseudonymisiert sind, sind sie keine personenbezogenen Daten mehr und dann kann man damit auch vieles machen. Solange aber die Person noch bestimmbar ist, solange handelt es sich um Daten, die im Anwendungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes sind. Sachliche Verhältnisse sind zum Beispiel auch, also es geht jetzt nicht nur um Geburtsdatum und was weiß ich, persönliche Vorlieben, sachliche Verhältnisse ist auch, wenn ob jemand eine bestimmte Software benutzt oder auch welche Internetseiten man aufruft, auch das fällt unter personenbezogene Daten und damit unter den Schutzbereich des Bundesdatenschutzgesetzes. Und das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet natürlich zunächst mal alle öffentlichen Stellen des Bundes, auch die der Länder unter bestimmten Voraussetzungen und soweit, ich sage mal, eine gewisse Relevanz betroffen ist, solange es nicht bloß um persönliche oder familiäre Tätigkeiten geht, gilt es auch für nicht öffentliche Stellen. Und da wird es dann interessant. Die wesentlichen Rechtsfolgen sind klar, das ist der Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit, da kehrt jetzt dieser Grundsatz wieder der Erforderlichkeit, also nur soweit man die Daten auch wirklich braucht. Sobald Datenerhebungszwecke auch mit anonymen Daten möglich sind, muss man auf diesen Weg ausweichen. Und das zweite ganz wichtige ist das präventive Verbot, in der genannten Weise mit geschützten Daten umzugehen. Das ist ein rechtlicher Mechanismus, der auch im Polizeirecht üblich ist, nämlich das, was eigentlich ganz unliberal ist, zunächst mal ist einfach alles verboten und erlaubt ist es nur, wenn es im Einzelfall ausdrücklich erlaubt ist. Das ist das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das ist eine Rechtstechnik, die jetzt eben im Polizei, in bestimmten polizeirechtlichen Feldern und eben im Datenschutzrecht besonders stark ist. Das heißt, mit personenbezogenen Daten darf erstmal überhaupt nichts, sie dürfen nicht erhoben, nicht verarbeitet und nicht genutzt werden. Es sei denn, es findet sich entweder im Datenschutzrecht oder in der wirksamen Einwilligung des Betroffenen ein quasi als Ausnahme von der Regel ein Erlaubnisgrund. Die Betroffenen haben dann eine Reihe von Rechten, zum Teil unabdingbare, die also auch nicht irgendwie vertraglich im Kleingedruckten weggenommen werden können, wie Auskunftsanspruch, Berichtigungsanspruch, Löschungsanspruch, wenn die Voraussetzungen vorliegen und auch ein Sperrungsanspruch, aber auch Ansprüche auf Benachrichtigung, wenn man davon gar nichts weiß, bis hin zu Schadenersatzansprüchen. Spannend in dem Zusammenhang ist das internationale Datenschutzrecht, zumindest mal auf der europäischen Ebene. Unser Datenschutzrecht ist inzwischen durch die Datenschutzrichtlinie der EU, die schon aus der Mitte der 90er Jahre stammt, einigermaßen standardisiert. Und was jetzt vor dem Hintergrund der NSA-Affäre wieder einen ganz neuen Klang bekommt, was aber auch schon davor durchaus Musik enthielt, ist der Grundsatz, dass die Weitergabe von Daten in Drittstaaten, also in Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören und in denen eben nicht diese Datenschutzrichtlinie gilt, nur zulässig ist, wenn in diesem Drittstaat ein sogenanntes angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist. Das ist in den USA völlig fraglos noch nie der Fall gewesen, nicht erst seit der NSA-Affäre, weshalb Datenübertragungen an die USA bislang nur möglich waren im Rahmen eines sogenannten Safe Harbor Abkommens, das heißt eines Abkommens, das dem bestimmte Firmen beitreten konnten, die dann für sich besondere Datenschutzregeln anerkannt und eingehalten haben und damit man sagen konnte, es besteht zwar nicht in den USA insgesamt dieses erforderliche Datenschutzniveau, aber bei denen, die sich dem Safe Harbor, dem sicheren Hafenabkommen angeschlossen haben, da schon. Ich bezweifle stark, dass man das nach allem, was wir jetzt gelernt haben in den letzten Monaten, so noch uneingeschränkt sagen kann, weil natürlich auch die US-amerikanischen Unternehmen, die sich dem Safe Harbor Abkommen angeschlossen haben, dennoch fraglos dem amerikanischen nationalen Recht unterliegen und damit auch dem Patriot Act und damit auch ihrer Verpflichtung, Daten eben doch herauszugeben, und damit ist eigentlich das Safe Harbor Abkommen, das Papier, nicht mehr wirklich wert, auf das es geschrieben ist.
Neben diesem Bundesdatenschutzgesetz, das das wichtigste Datenschutzgesetz ist, das wir in Deutschland haben und das auch die meisten Daten im Internet betrifft, haben wir noch zwei weitere datenschutzrechtlich relevante Normen, die aber an die technische Seite des Internets adressiert sind, nämlich das Telekommunikationsgesetz und das Telemediengesetz. Das Telekommunikationsgesetz adressiert sich vor allem an die Access- und an die Präsenzprovider und das Telemediengesetz an die, die Inhalte ins Netz stellen. Sie sehen aber bei den zentralen Grundsätzen, dass wir auch hier eine ganz starke Parallelität zum Bundesdatenschutzgesetz natürlich haben. Da wird die Welt ja auch nicht neu erfunden. Allem voran wieder das präventive Verbot mit Erlaubnisvorbehalt und insbesondere auch relativ strenge Anforderungen an die Wirksamkeit einer Einwilligung. Also ich weiß nicht, fast jeder hat ja schon mal, sind Sie einverstanden und dann klickt man es eben an. Das ist alles nicht wirksam, weil eine wirksame Einwilligung, ich komme nachher nochmal unter den Reformproblemen darauf zurück, wie übrigens auch bei der Einwilligung in einen körperlichen Eingriff beim Arzt, immer voraussetzt, dass man vernünftigerweise auch weiß, in was man da einwilligt. Also hinreichend aufgeklärt worden ist, was ja bei Cookies und was es so alles gibt, im Normalfall gar nicht erfolgt. In diesem technischen Bereich besonders relevant, und deswegen will ich da kurz noch was dazu sagen, sind die sogenannten Bestands- und Verkehrsdaten. Die Bestandsdaten sind die, die ein Provider quasi für die Dauer des Vertragsverhältnisses hat, also Name, Anschrift, Kontonummer seines Kunden, während die Verkehrsdaten die technischen Daten sind, die anfallen während eines Kommunikationsvorgangs, also Zeitpunkt, Dauer, IP-Adresse eines solchen Kommunikationsvorgangs, das sind die Verkehrsdaten, während man als Provider logischerweise die Bestandsdaten für die Dauer des Vertragsverhältnisses auch vorhalten darf und auch noch ein bisschen danach, ist es bei den Verkehrsdaten deutlich strenger. Die Verkehrsdaten darf man nur über die eigentliche technische Nutzung hinaus behalten, wenn man sie noch zu Abrechnungszwecken braucht. Das ist damit Wetter leuchtet schon langsam die Vorratsdatenspeicherung. Das Problem, dass viele Provider aus Rechtsgründen die Daten eines bestimmten Kommunikationskontaktes, wenn der schon ein paar Tage zurückliegt, gar nicht mehr haben und oft auch gar nicht mehr haben dürfen, wenn die Polizei etwa solche Daten gerne hätte. Einen kurzen Blick möchte ich noch lenken auf das Problem der IP-Nummern. Also die IP-Nummer ist das, was man, wenn man sich ins Netz einwählt, quasi technisch automatisch zugewiesen bekommt, das auch Aufschluss darüber gibt, aus welchem Land, aus welcher Region man sich ins Internet einwählt. Von großen Konzernen abgesehen hat der normale User eine sogenannte bislang zumindest dynamische IP-Adresse, das heißt, er kriegt eine, die einfach gerade frei ist, zugeteilt, sodass der Rückschluss auf den Nutzer nicht ganz so einfach ist. Aber weil die Anzahl der IP-Adressen im Zuge des ja immer weiter noch fortschreitenden Internetnutzungsverhaltens knapp wird, sind neue technische Mechanismen jetzt am Kommen, die dazu führen, dass es dann so viele IP-Adressen gibt, dass womöglich dann sogar wirklich jeder für jedes Gerät womöglich eine statische IP-Adresse bekommt, sodass die dann dauerhaft diesem Gerät zugeordnet bleibt und dann natürlich auch der Rückschluss auf die dahinterstehende natürliche Person leichter wird. In der Rechtswissenschaft wird noch darüber diskutiert, ob diese IP-Adressen eigentlich überhaupt unter das Datenschutzgesetz fallen, ob sie personenbezogene Daten sind, das sind ja nur, sag ich mal, technische Zahlen. Die Gegner sagen, naja, also es ist ja eigentlich nur der Provider selber, der Name und Adresse des Nutzers zusammenbringen kann. Während jemand, der einen Internetauftritt hat und natürlich sieht, auf meine Seite greift jetzt gerade die IP-Adresse sowieso zu, eben nur weiß, dass es eine Nummer ist und er weiß vielleicht noch, aus welcher Region dieser Zugriff erfolgt, aber damit hat sich's. Das wäre noch hinreichend anonym. Und deswegen ist eben die Frage, ist ein Datum schon dann personenbezogen, wenn es auf der großen, weiten Welt irgendwo einen Menschen gibt, nämlich den Provider, der die Zuordnung vornehmen kann? Oder muss man differenzieren und muss man sagen,
Es ist quasi eine sogenannte relative Bestimmbarkeit. Der Provider könnte es, aber für alle anderen, insbesondere also für die Seitenbetreiber, auf die VIP-Adressen zugreifen, für die ist es kein personenbezogenes Datum, was dann für die Weiternutzung eben sehr viel mehr Freiheit gibt. Und wenn man den Gedanken zu Ende denkt, würde es bedeuten, wenn ich sagen würde, es reicht, wenn irgendwo einer die Zuordnung vornehmen kann, um zu sagen, es ist ein personenbezogenes Datum, es unterfällt dem Datenschutzrecht, dann bedeutet es natürlich auch, dass eigentlich die gesamte soziale Interaktivität des Internets komplett dem Datenschutzrecht unterliegt. Ob man das wirklich wollen soll und ob das überhaupt dann noch leistbar ist, lasse ich jetzt mal dahin stehen. Dann zur Vorratsdatenspeicherung. Ein kleiner historischer Rückblick. Wir haben sie ja Gott sei Dank schon seit einigen Jahren nicht mehr. Man hat damals in Umsetzung der europäischen Richtlinie im Telekommunikationsgesetz zwei kleine Paragraphen eingebaut. Das war auch schon alles, nämlich die Paragraphen 113a und 113b. Der 113a hat in schnörkelloser Schlichtheit aufgelistet, welche Daten alle der Vorratsdatenspeicherung unterliegen. Ich weiß nicht, ob das jeder noch so richtig auswendig weiß. Ich lese es immer wieder gerne vor, weil es einem bewusst macht, was für ein massiver Eingriff die Vorratsdatenspeicherung war. Die rufen bei jedem Telefonanruf und bei jeder SMS beide Telefonnummern, bei Handy sogar mit der internationalen Kennung, sowie der Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Verbindung. Bei jeder E-Mail die IP-Adresse des Absenders und alle E-Mail-Adressen der Empfänger und auch hier Zeitpunkt der Kommunikation. Bei jeder Internetnutzung die IP-Adresse des Users, seine Anschlusskennung und Beginn und Ende der Nutzung. Was bei einer reinen Flatrate-Abrechnung zum Beispiel sonst gar nicht der Fall wäre. Das Einzige, was nicht gespeichert wird, sind dann die Kommunikationsinhalte, also was gesprochen wird, was in der SMS steht, auch beim Internetsurfen, welche Seiten man dann im Einzelnen aufruft. Und die Speicherung muss so erfolgen, das war die Vorgabe, dass es Auskunftsersuchen der berechtigten Stellen jederzeit unverzüglich bedient werden kann. Und das war für mich als Jurist fast noch schlimmer, der 113b hat dann festgelegt, unter welchen Voraussetzungen staatliche Behörden diese Daten verwenden durften. Sie durften sie verwenden zur Verfolgung von Straftaten. Wenn man das als Jurist liest, setzt man sich erstmal hin und sagt sich, wo steht da bitte schwere Straftaten oder irgendwas, was man gewohnt ist aus dem 100a StPO bei der Telefonüberwachung, da die sogenannten Katalogstraftaten, da müssen Sie schon ein Raub eines Raubes verdächtig sein, eines Mordes, eines Totschlages, dass Ihr Telefon überwacht werden kann. Hier zur Verfolgung von Straftaten. Da fällt auch Schwarzfahrparagraf 265 klein a Strafgesetzbuch drunter. Also null Schranke, null Grenze. Dann, das war der erste Grund, der zweite, zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit, also sprich für das gesamte Polizeiwesen, und dann zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutz- und Nachrichtendienste. Auch hier nicht die Einschränkung auf die G10-Zwecke, keinerlei Einschränkung. Das war schon hochgradig bemerkenswert. Das Bundesverfassungsgericht ist dann mit diesem Gesetz, mit diesen beiden Paragraphen, zweistufig vorgegangen. Es hat zunächst mal in zwei einstweiligen Anordnungen genau diese Abrufzwecke massiv eingeengt und hat eben schwere Straftaten und G10-Zwecke beim Nachrichtendienst im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes angeordnet, um dann aber in der Hauptsacheentscheidung vom 2. März 2010 dieses Gesetz für nichtig zu erklären. Und das Bundesverfassungsgericht war da in einer gewissen Zwickmühle. Denn das Gesetz ist ja nicht irgendwas, was sich nur der deutsche Gesetzgeber ausgedacht hat, sondern Sie haben es ja schon sehr schön dargestellt, wie man unliebsame Gesetze gerne macht, indem man die böse EU dafür verantwortlich macht, wo es dann anonym, das kommt von der EU, ob das Deutschland dort maßgeblich betrieben hat, steht ja auf einem anderen Blatt. Also jedenfalls hatte dann das Bundesverfassungsgericht das Rechtsproblem, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, die EU-Richtlinie verstößt gegen das Grundgesetz, dann hätte es den offenen Machtkampf, schwelen tut ja schon lange und irgendwann wird es noch knallen, den offenen Machtkampf mit dem Europäischen Gerichtshof eröffnet, denn es ist allein Sache des Europäischen Gerichtshofs, darüber zu entscheiden, ob europäische Richtlinien rechtmäßig sind oder nicht.
das ist auch nicht völlig verfehlt. Also wenn wir uns mal kurz von der deutschen Fixierung auf das Bundesverfassungsgericht lösen und es aus europäischer Warte betrachten, wäre es ja schon eigenartig, wenn jedes Verfassungsgericht der 28 Mitgliedstaaten, nichts anderes ist ja das Bundesverfassungsgericht, hergehen könnte und das supranationale überstaatliche Recht für rechtswidrig erklären könnte. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich überlegt, auch Bayer, ich halte dieses Gesetz aus vielen Gründen für verfassungswidrig, aber ich muss das so hindrehen, und das Urteil zu lesen ist also fast schon literarisch unter diesem Gesichtspunkt, ich muss es so hindrehen, dass ich sage, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie könnte man auch so umsetzen, dass es noch mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nur diese Form der Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber, die ist verfassungswidrig. Also diesen Eiertanz haben sie in diesem Urteil hingelegt und haben dann zum Ausdruck gebracht, dass hier ein Eingriff in das Telekommunikationsgeheimnis vorliegt mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt. Das ist also auch für den etwas zurückhaltenden Ton des Bundesverfassungsgerichts schon eine sehr deutliche Ohrfeige von den Gesetzgeber. Und das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass hier praktisch sämtliche Telekommunikationsdaten sämtlicher Einwohner Deutschlands völlig anlassunabhängig, völlig von Verdachtsmomenten unabhängig gespeichert und abgerufen werden können, und dass das ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorruft und dass das dazu führt, dass man eigentlich nicht mehr so unbefangen sein Grundrecht auf Informationsfreiheit, auf Meinungsfreiheit wahrnimmt, wenn man praktisch immer weiß, das wird jetzt alles hier ein halbes Jahr gespeichert, aufgehoben. Und da hat dann das Bundesverfassungsgericht in meinen Augen alternativlos, um mal das Modewort zu verwenden, gesagt, dann können wir unsere Grundrechte in die Tonne treten, wenn jeder bei der Ausübung der Grundrechte schon überlegen muss, ist es jetzt auch klug, dass ich das Grundrecht nutze. Es hat dann dem Anstand halber, das will ich jetzt nicht im Einzelnen auflisten, dargelegt, unter welchen Voraussetzungen oder in welcher Form diese Richtlinie umsetzbar wäre, ohne gegen das Grundgesetz zu verstoßen. Inzwischen haben wir seit dem 8. April, also ganz frisch, auch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, das haben Sie alle mitbekommen. Der Europäische Gerichtshof hat die zugrunde liegende EU-Richtlinie für nichtig erklärt, weil nämlich leider nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern andere nationale Verfassungsgerichte, nämlich das von Irland und das von Österreich, nämlich kein Problem damit hatten, anzuerkennen, dass für europäisches Recht der Europäische Gerichtshof zuständig ist und von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, die das Bundesverfassungsgericht auch gehabt hätte, die steht in den europäischen Verträgen drin, wenn ein oberstes nationales Gericht der Meinung ist, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann kann dieses oberste nationale Gericht das dem Europäischen Gerichtshof vorlegen und kann sagen, Europäischer Gerichtshof, unserer bescheidenen Meinung nach passt das nicht zum europäischen Recht, bitte guck's dir an und sag was dazu. So haben es Österreich und Irland, die dortigen Verfassungsgerichte, gemacht, und deswegen verdanken wir diesen beiden Gerichten jetzt auch die Entscheidung des EuGH, der gesagt hat, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie verstößt gegen die europäische Grundrechtscharta. In der Argumentation, da hat dann Karlsruhe wieder Gutes getan, haben sich die europäischen Richter doch stark auch an Formulierungen und Argumentationsstränge des Karlsruher Urteils von 4 Jahren zuvor angelehnt. Also zum Beispiel haben die Richter gesagt, auch wenn die Richtlinie keine Vorratsdatenspeicherung des Inhalts einer Nachricht gestattet, lassen sich aus der Gesamtheit der Daten sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen, um deren Daten es geht, schließen. Das ist ein Kernargument, das auch schon Karlsruhe 4 Jahre davor in seinem Urteil gebracht hat. Natürlich können in europäische Grundrechte wie in die deutschen genauso auch eingegriffen werden, wenn es dafür einen guten Grund gibt. Guter Grund wäre hier Bekämpfung des Terrorismus oder schwerer Straftaten, das hat auch der EuGH anerkannt, aber jeder Eingriff muss immer noch verhältnismäßig sein, und das hat der EuGH aus 3 Gründen bei der Vorratsdatenspeicherung verneint. Erstens ist der Personenkreis
viel zu konturenlos und weit gefasst, weil es eben alle Leute betrifft. Es gibt überhaupt kein einschränkendes Element Verdachts, wenigstens mal ein Anfangsverdacht oder irgendwas. Zweitens sieht die Richtlinie kein objektives Kriterium vor, das den Zugang der nationalen Behörde, Polizei, Nachrichtendienst zu den Daten irgendwie beschränkt. Nicht einmal ein Richtervorbehalt ist in der europäischen Richtlinie vorgesehen. Und drittens hat der EuGH Anstoß daran genommen, dass die Richtlinie eben einen Speicherzeitraum von mindestens 6 bis zu 24 Monaten, also da waren wir mit unseren 6 Monaten ja noch harmlos, zur Speicherung vorsieht. Und da sagt der EuGH, in der Summe dieser ganzen Dinge ergibt sich, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist. Das ist in dieser Massivität nicht erforderlich, um das im Prinzip anerkennenswerte Ziel zu erreichen. So, zum Schluss noch ein eher anderes Problem. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, betrifft ja immer noch dieses klassische Ding, das auch unsere Diskussion im Übrigen bis jetzt heute Morgen beherrscht hat, das vielleicht auch klassisch ist fürs liberale Denken, weil es ja auch dieses Denken aus dem liberalen Zeitalter stammt, nämlich das Verhältnis Bürgerstaat. Wenn man aber im Thema Internet, zum Thema Internet und Datensicherheit, Datenschutz sich Gedanken macht, dann muss man sehen, dass inzwischen die Bedrohung für die Datensicherheit keineswegs nur noch vom Staat ausgeht, vielleicht sogar schon in einem eher untergeordneten Umfang. Zumindest habe ich das behauptet, bevor die NSA-Affäre sichtbar wurde. Jetzt bin ich wieder etwas wankend. Aber egal, wie man es gewichten will, man muss ganz klar sehen, wir haben natürlich auch gesellschaftlich eine Bewegung. Einerseits wollen wir alle personenbezogenen Daten schützen. Es gibt eine gesellschaftliche Post-Privacy-Bewegung, die sagt, es gibt keine Privatsphäre. Man hat auch kein Recht auf Privatsphäre. Das ist ein historisches Relikt. Es gibt Leute, die das sagen. Und dem trägt natürlich ein Stück weit Rechnung der Datenexhibitionismus, den wir auf Facebook und wo auch immer wir wollen gucken. Die Leute entäußern sich ja geradezu willig aller Daten, ohne sich Gedanken zu machen, was eine Zusammenschau aller dieser Daten durch Dritte ermöglichen könnte. Eine Pressestimme, dazu möchte ich zitieren, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber ich fand es so schön. Facebooks Lieblingsnutzer kommen aus der gleichen demografischen Gruppe wie die Zuschauer und Teilnehmer von Castingshows. Die mediale Normalisierung und Idealisierung des permanenten Selbstdarstellertums finden hier ihre digitale Äquivalenz. Das ganze Leben ist eine Online-Show. Jedes Alltagsergebnis wird es permanent und sichtbar gemacht, gehört zur Selbstinszenierung des digitalen Ichs. Wer nicht mitmachen will, ist schon per Definition uncool. Ja, Sie haben vorhin gefragt, wer ist bei WhatsApp? Also aus meiner Familie bin ich der Einzige, der es nicht ist. Genau aus den Gründen, weil ich mein Adressbuch nicht der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellen will. Wobei, wahrscheinlich haben die ja schon alles, was da drin steht, von daher könnte ich es jetzt auch mal machen. Was aber bedeutet, dass meine Frau und meine 3 Kinder untereinander, wir haben so eine Gruppe, we are family, ja, die tauschen untereinander tolle Nachrichten aus. Meine Frau kriegt gute Nachtgrüße. Ich, wenn ich Glück habe, sie sagt auch noch Papa, liebe Grüße, ja. Aber ich bin da natürlich außen vor. Und dieses kleine Beispiel macht deutlich, dass die Entscheidung, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, natürlich gar nicht so einfach ist und durchaus auch schmerzhaft sein kann, indem man sich nämlich aus etwas, was fast alle machen, aus guten Gründen raushält, schließt man sich aus. Und man ist ja zunächst mal ein soziales Wesen als Mensch. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Also welchen Reformbedarf haben wir generell im Datenschutzrecht? Erster Punkt, wir müssten anfangen, uns zu lösen von dieser reinen Fokussierung auf das Stadt-Bürger-Verhältnis. Wir müssen anerkennen, dass es ein erhebliches Gefährdungspotenzial gibt. Gibt es womöglich sogar eine Schutzpflicht des Staates, der Politik? Gibt es eine Schutzpflicht des einen Bürgers vor dem anderen Bürger? Ja, also das ist ja wirklich kritisch. Aber diese Frage muss man sich stellen. Dann stellt sich die Frage, das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Ist das heute noch die richtige
auch normative Technik, das Problem zu lösen. Denn ein Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt ist abwägungsfrei. Sie können keinerlei Gewichtungen vornehmen. Entweder ist es verboten oder Sie finden irgendwo den Ausnahmefall, der es erlaubt. Wenn man ein Abwägungsmodell mal überlegen würde, nämlich dass Daten ja auch die Voraussetzung freier Kommunikation sind, dass ich die Telefonnummern von anderen Leuten in meinem analogen Papierbüchlein habe, das sind ja nicht Daten, sind ja nicht was, was nur dem einen gehört. Daten sind auch notwendige Abbildung einer sozialen Realität, um auch miteinander in Kontakt zu treten. Deswegen könnte man überlegen, ob man das Verbotsprinzip der Erlaubnisvorbehalt zumindest auf sensiblere Daten vielleicht einschränkt. Das führt auch gleich zum nächsten Problem. Im Moment gilt noch die Doktrin, kein Datum ist belanglos. Das heißt, alle Daten werden als gleichwertig angesehen. Und das führt zu dem eigentlich paradoxen Ergebnis, dass das deutsche Datenschutzrecht die Daten schützt. Und nicht unbedingt die hinter den Daten stehende Persönlichkeit, was ja eigentlich mal der Anfang war. Ich habe ja mit den Persönlichkeitsrechten aus gutem Grund heute angefangen. Das bedeutet, wir müssten uns überlegen, ob wir vielleicht mal von dieser Doktrin Abschied nehmen. Und in Schweden ist es zum Beispiel so, eine Art vereinfachtes Datenschutzrecht bei banalen Alltagsdaten zulassen, um dafür aber strenge Mechanismen mit mehr Erfolg bei den wirklich sensiblen Daten zu haben. Wobei ich sofort einräume, schwierig, Abgrenzung, Definition. Aber wenn es die Schweden hingekriegt haben, kann man sich ja zumindest eine Diskussion mal stellen. Dann das Thema Löschungsansprüche oder politisch populärer unter dem Begriff digitaler Radiergummi oder Recht auf Vergessen. Sowas haben wir übrigens schon im § 35 Absatz 5 des Bundesdatenschutzgesetzes. Gibt es einen Löschungsanspruch schon gegen Private? Allerdings muss der Betroffene ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse darlegen. Das heißt, er hat eine Art Darlegungs- und auch Beweislast. Und es wird auch sehr streng ausgelegt, sodass es nicht wirklich gelebt wird, aber den Ansatzpunkt zumindest gibt es. Und der letzte Punkt ist, das habe ich schon vorhin angesprochen, will ich nur noch mal ganz kurz erwähnen, ist das Einwilligungsproblem. Dadurch, dass man in tausenderlei auch banale Dinge einwilligen soll und das einem ja auch auffällt, genauso wie AGBs, wenn man irgendwo im Internet unterwegs ist, hat sich schon eine Art einfach Wegklick-Mentalität gebildet, was die Warnfunktion und damit auch die Kernfunktion eines Einwilligungserfordernisses ad absurdum führt. Und auch hier ist vielleicht weniger mehr, indem man eben versucht, solche Einwilligungserfordernisse auf die wichtigeren Dinge und dann aber auch mit dem Anspruch auf eine bessere Aufklärung, die dann aber auch nicht in einem dreiseitigen, eng gedruckten, juristisch durchdeklinierten Text beruhen darf, sondern also jetzt wird zum Beispiel diskutiert, ob Symbole, einfach verständliche Symbole ein Mittel sein können, aber dass man eben diese Warnfunktion irgendwie deutlicher zum Ausdruck bringt, damit vielleicht doch jemand eine Ahnung davon bekommt, zu was er da gerade seine Einwilligung erteilt. So, das war jetzt ein Tour d'horizon durch datenschutzrechtliche Probleme im Kontext mit Internet und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.